So, ich versuche jetzt mal schnell ein Video zu machen von meinen Standardrezepten der keto-veganen Diät, weil die Frau von einem Nachbarn hier, mit der Bekannte, sich dafür interessiert hat. Und deswegen so gleich so die erste Unterscheidung, glaube ich, eben, man muss sich entscheiden, will man es nur wegen Abnehmen, dann würde vielleicht die ketogene Diät alleine auch reichen. Oder möchte man 100 Jahre alt werden? Dann keto-vegan. Und ich bin wirklich, ich mache es jetzt 15 Jahre schon oder was. Also ich denke, es gibt keine. Das ist die billigste, die günstigste und die gesündeste Diät überhaupt. Also wenn es da so um die Welternährung geht, dann geht es eigentlich überhaupt nicht anders. Okay, und deswegen, ne, wie gesagt, keine Kohlenhydrate und keine tierischen Produkte. Und was, ich habe hier halt schon mal so ein Sojagranulat mitgegeben, aber das ist jetzt eben der Seitan, also der Weizenkleber. Sieht aus wie Mehl, ist aber nur das Eiweiß aus dem Mehl. Und dazu tue ich dann ganz einfach hier Gemüsebrühe, einfach so einen Teelöffel, ja. Der wird jetzt gleich gemischt. Dazu dann eben so das Gemüse, was ein bisschen länger zum Braten braucht, weil das Eiweiß hier vom Weizenkleber braucht schon so mindestens 5 bis 10 Minuten. Und deswegen haben wir jetzt hier eine Zucchini und ein bisschen Fenchel. Und es passt eigentlich immer so hier Weißkohl. Es kann man eigentlich immer irgendwie, ist auch billig, irgendwie gesund, irgendwie kann man immer dazu schnippeln. Und dann, wenn das dann eben irgendwie, da kommen jetzt gleich irgendwie, okay. Ah nee, ich muss dann erst mischen. Da kommen dann wirklich so 10 Esslöffel Olivenöl dazu, wird dann angebraten und nach ein paar Minuten kommen dann hier irgendwie 4 Champignons und eine Knoblauchzehe dazu. So, und am Ende schmecke ich das dann ab mit ein bisschen ne, ganz Maggi-Würze. Also von mir aus kann man auch Salz nehmen, aber da ich immer unterwegs und Salz, so diese großen 250 Gramm Packungen nie alle werden, habe ich mir angewöhnt, halt das statt Salz irgendwie mit Dings und halt ein bisschen Schärfe rein. Und was sehr schön ist, irgendwie, man kann dann so bei, wenn es so mediterran und so, also nicht so Richtung asiatisch, danach noch am Ende dann ein bisschen Senf. Und hier diese Pflanzencreme, dann hat man wirklich so was Cremiges und natürlich noch schöner dann irgendwie am Ende, also das nicht, die geht kaputt unter Hitze, also ganz am Ende irgendwie noch ein Esslöffel Hefeflocken dazu, weil die drei, also die Pflanzencreme, die Hefeflocken und Senf mit Salz ergibt so einen wunderschönen leckeren Käseersatz. Und deswegen ist es praktisch, wenn man am Ende noch ein bisschen Senf und das, dann hat man hier halt noch so eine sahnige Komponente. So, und während ich das zubereite, mache ich dann schon für morgens den Salat. Und das ist irgendwie auch irgendwie ganz, es ist nur eine Tomate, hier ein bisschen Lauch und dann so Antipasti, also hier Oliven und Peperoni, wo ist sie? Da. Da ist irgendwie eine milde Peperoni, ja, aber sehr gerne noch irgendwie eingelegte Artischocken oder wenn es keine Tomaten sind, dann sondern eine Gurke oder grüner Salat oder Chicorée, dann kann man vielleicht noch 2, 3 getrocknete Tomaten dazu tun. Ja, das ist irgendwie, also mit Antipasti sehr lecker und dann eben noch Nüsse, am besten Walnüsse, ja, von mir aus auch diese Paranüsse, aber Cashew haben schon wieder zu viel Kohlenhydrate. Und hier auch sehr schön die Kürbiskerne. Ja, dann hier auch wieder der Esslöffel Senf, ein bisschen Tomatengewürz und dann ein Esslöffel Leinöl, weil irgendwie ne, mit den Omega-X da und 2 bis 3 Esslöffel von dem Olivenöl für eine Person. Ja, das dann alles verrühren. Gibt es halt gleich für morgen, während ich hier koche, habe ich dann morgen schon wirklich so einen leckeren Salat. Es gibt noch eine dritte, ich würde dann schon vielleicht, wenn die da irgendwie auch anfängt, irgendwie mitzumachen, irgendwie dann vielleicht gerne eine ganze Serie machen. Es gibt halt jetzt inzwischen noch mittags so eine Eisbärencreme, sage ich jetzt mal. Also am besten mit Sojajoghurt und vielleicht ein bisschen Sojamilch und dann den gefrorenen Blaubeeren oder gefrorenen Himbeeren und dann so eine Mischung aus allen Mohn und Mohn und
Haselnussmehl und Walnussmehl und Lupinenmehl, also so eine Mischung dazu und dann Sonnenblumenöl. Das ist auch, also entweder man kann zum Frühstück halt irgendwie diesen schönen irgendwie Antipasti-Salat essen oder man könnte auch zum Frühstück diese Joghurt, das wäre wahrscheinlich irgendwie konventioneller, dass man halt morgens was Süßes hat, halt keinen Zucker, sondern halt Stevia. Hier, da die Stevia oder von mir aus auch normalen Süßstoff, ja. Dann hat man und dann mittags ins Warme ist halt dann hier den schönen Salat oder die Hauptmahlzeit, die ist halt bei mir abends, weil ich tagsüber halt mit meinem Solarmobil hier unterwegs bin. Aber es ist auch eigentlich so, man braucht nur zwei Mahlzeiten. Das heißt, morgens Frühstück ist dann hier der Salat und eigentlich wird man dann, wenn man umgestellt hat auf Fettverbrennung, die hält halt länger an, das Fett wird nicht so schnell verbrannt wie Kohlenhydrate, dann reicht es bis abends, ja, sodass man dann abends um 17 Uhr irgendwie halt diese Mahlzeit macht. Deswegen würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, irgendwie mittags diese Hauptmahlzeit zu nehmen, ja. Und dann abends könnte man auch dann zum Schlafen gehen, irgendwie die Süßigkeit, ja. Ist wirklich extrem lecker. Also das mit dem Sojajoghurt, dann kann man noch Kokosmilch irgendwie da drunter rühren, ja, und so. Also das steht eigentlich so dem Zuckereis oder sowas in nichts nach, ja. Und deswegen, möchte ich das irgendwie abschließen, ja. Was ihr halt alle so esst, das ist halt eine 10.000 Jahre Esskultur, ja. Also vor 10.000 Jahren die neolithische Revolution, da fingen sie halt mit Ackerbau an. Und dann kam halt irgendwie die zuckerhaltige Zeugs dazu. Ja, und das hier jetzt Keto-Vegan, das ist im Prinzip 15 Jahre. Und ich habe halt schon, ich habe meine Keto-Vegane Pizza, jetzt diese schöne Beerenfruchteis, ja, hier die Antipasti-Salat, hier eine ganz einfache Sache. Man kann im Prinzip natürlich auch hier dieses, den Weizenkleber mit dem mit dem Gewürze, habe ich das erzählt, ja, da muss halt jetzt irgendein Wasser dazu. Da nehme ich jetzt hier eben das Geschmackvolle von den Oliven, kommt da irgendwie dazu, bis es halt an so einen Teig wird. Ja, man kann natürlich irgendwie auch richtige schöne Schnitzel daraus machen und die dann zuerst anbraten. Ja. Die gehen, wenn man das richtig macht, mit genügend Wasser dann und Deckel geschlossen, dann gehen die richtig auf und werden dann sogar so richtig crisp. Ja. Also das ist eigentlich super, noch leckerer, ja. Aber ich bin halt faul und deswegen wird es hier einfach eingerührt und dann hat man halt so Schnitzelstücke da, ja. Und deswegen, aber dieser Weizenkleber wirklich, also Soja ist schwierig, aber dieser Weizenkleber ist eigentlich, wow, also ich will jetzt nicht, ich weiß nicht mehr, wie Fleisch schmeckt, ja. Aber es ist von der Qualität, ja, dass man irgendwie so, wow, toll, irgendwie was im Mund, ja. Und deswegen dieser Ansatz, dass man jetzt diese Veggie-Burger, die, wo man den Unterschied nicht merkt, ja, finde ich ein bisschen blöd, ja, weil es gibt keine Untersuchung, dass pflanzliches Eiweiß ungesund wäre. Es gibt nur wissenschaftliche Untersuchungen, dass tierisches Eiweiß und tierische Produkte ungesund sind, ja. Und wozu soll man jetzt unbedingt irgendwie dann das Produkt nachmachen, ja? Ja, es geht darum, dass man irgendwie Freude irgendwie am Kochen und am Essen hat und dazu gehört auch so die Kreativität und deswegen ist es schon so, ja, dass es eben so einen gewissen Geschmack hat, der früher so das Fleisch eingenommen hat. Zum Beispiel, ich war ein paar Jahre Veganer und das ist irgendwie eigentlich schwieriger, ja, weil dann fehlt auf einmal das Fleisch und es wird nicht durch irgendwas ersetzt und dann hat man nur so asiatisches Gemüsezeug und man hat nichts im Mund im Prinzip, ja. Während bei der Keto-Gen-Diät oder dann auch Keto-Vegan, ich meine, da kommt halt jede Menge Öl und Fett dazu, ja. Und ich meine, so bin ich hier auf meine tolle Käseersatz gekommen, weil mir aufgefallen ist, naja, der Gouda enthält halt 55% Fett. Also ja, die Pflanzencreme macht 70% Fett. Also im Prinzip ist Käse auch nichts anderes als Fett. Ja, mit ein bisschen Geschmacksverstärker. Ja, und hier die Hefeflocken, das ist der Geschmacksverstärker. Hier der Senf macht die gelbe Farbe und macht auch noch ein bisschen Würze. Ja, und deswegen ist es eigentlich viel fröhlicher, irgendwie einen neuen Weg zu gehen und halt eine andere, neue Esskultur zu entwickeln. Ja, und wirklich jetzt zum Beispiel meine keto-vegane Pizza, ja. Hier habe ich nur, ich habe angefangen mit Sauerkraut irgendwie, nicht so toll, aber mit gefrorenem Spinat irgendwie, wenn man das richtig gut macht, das ist super lecker.
Ja, und deswegen irgendwie, ne, das kann man sieht sofort einfach. Hier würde ich meiner Nachbarin halt vielleicht auch mal ein bisschen von diesem Weizenkleber geben. Ja, und das Schöne eben ist hier auch, das ist jetzt zu lang, es gibt halt keine Beilagen. Also man braucht jetzt nicht irgendwie Kartoffeln oder Nudeln, irgend so ein Zeug, womit dann irgendwie das alle aufgefüllt ist, damit man nicht nur das leckere Fleisch isst. Ja. Das gibt es jetzt nicht mehr. Und deswegen gibt es auch keine zwei Töpfe mehr. Man braucht nur noch einen Topf. Ja, da wird das Gemüse reingeschnippelt. Ja, wie gesagt, wenn man hier extra Schnitzel machen würde, dann bräuchte man noch eine extra Pfanne. Ja, aber es ist genauso irgendwie, schmeckt auch wunderbar, wenn man das gleich hier und dann danach rein und am Ende irgendwie einfach, ne, das geht super schnell, ist wenig, man muss jetzt nicht 10 Minuten irgendwie was kochen oder so, ja, da ist nochmal 5 bis 10 Minuten irgendwie ist alles fertig. Ja. Okay, also das war für meine Nachbarn, ja, aber im Prinzip, für alle, die sich gesund ernähren wollen, ja. Oder halt auch abnehmen, ja. Also ich finde eben, das mit dem Abnehmen eigentlich so, ich meine, ich ein Schulfreund irgendwie, der war immer so ein bisschen pummelig und irgendwie und irgendwann so, mit 30 oder so habe ich ihn nochmal wieder getroffen, er war auf einmal super schlank oder so und dann hat er gesagt, naja, er hat halt einfach irgendwie jeden Tag nur noch ein Brötchen gegessen, das war's halt. Also ich meine, im Prinzip irgendwie, ich meine, man braucht halt nur die Charakterstärke, halt nichts mehr zu essen und das auch durchzuziehen, ja. Und dass man dick geworden ist, irgendwie drückt halt aus, dass man die Charakterstärke nicht hat. Ja, und angesichts irgendwie, dass hier wir irgendwie das Problem haben, zu viel, uns nicht irgendwie mäßigen zu können und weniger zu essen und gleichzeitig sterben auf der Welt irgendwie Millionen von Menschen, weil sie nichts zu essen haben, ja. Deswegen ist jetzt okay, wenn man abnehmen will, ist eine tolle Sache, unterstütze ich auch gerne, aber grundsätzlich irgendwie, dass wir hier im Westen irgendwie das Problem haben, dass wir zu dick sind, ist eigentlich sehr traurig. Okay, tschüss. So, das ist jetzt verrührt und ich sag mal, es waren eher so 6 bis 7 Esslöffel Olivenöl, die ich da reinköpfe. Hier ist jetzt mein Benzinkocher und dann kommt das hier auf das Töpfchen und normalerweise fange ich jetzt erst an, hier den Salat zu machen. So, jetzt weiß ich nicht, wie ich hier mit einer Hand das Zeug da reinkriegen soll. Das funktioniert nicht so richtig. So, hier. Und wieder raus. Und ein bisschen wieder unten rumrühren. Und jetzt nochmal so 3 Minuten. 4 Minuten. So, und jetzt am Ende noch, ne, hier ein bisschen von dem Maggi, hier ein bisschen von der Schärfe und das muss jetzt auch wieder hier irgendwie alles da rein. So, und dann endet man hier. Deckel wieder drauf, dann wird es von unten schön warm gehalten und das kann man natürlich noch mit Rosmarin, Thymian, irgendwie, was immer man. Also Rosmarin, glaube ich, sollte man ganz zum Anfang dazu tun. Ja, während so leichtere Sachen, nur so Blättergewürze wie Basilikum oder Oregano, das dann erst am Ende dazu tun. Ja, guten Appetit. Tschüss.